Hallo und zurück zu einer heldenhaften, ritterlichen, pixel-etwas einfachen Runde Hammerwatch. Ja, wir sind hier letztes Mal stehen geblieben und gehen heute weiter. Mehr kann man dazu nicht sagen, oder? Nö, außer dass ich jetzt den Knopf drücke. Ja, okay, dann drück den Knopf. Drück den Knopf! Wow. Oh, ich dachte jetzt, der ist für was Spezielles. Ich gehe zur Änderin. Nämlich, die macht nämlich, wie verbessert man einen Schwertschaden? Ja, den Schwertschaden werde ich natürlich noch verbessern. Und da vibriert mein Handy. So. So. Oh, also jetzt ich habe jetzt Reichweite und Schaden aufgewertet und da hat sie schon nichts mehr. Ah, Reichweite erhöhe ich auch noch. Komm, das geht doch auch noch. So ein Ritter mit erhöhten Reichweite. Achso. Wollte gerade sagen, haben wir noch keinen goldenen Schlüssel, weil der außer wegen Leben. So, ich links, du rechts. Okay. Und Schnitzel! Kill all the trucks! Yes, we can! We can do this! Fuck, Bugs and make a... Ich mach's aus euch Marmelade, die keiner essen will! Was ist? Ich würde die Ploppen bei mir immer vor oder zurück. Ach, das ist ein Haufen. Ja, das habe ich auch zwischendurch ein bisschen. Haufen kaputt. Mal eine kurze eigene Sache. Ich habe übrigens in der Küche noch eben was weggeräumt, weil da waren 7 Millionen Fruchtfliegen, genauso wie diese Insekten. 7 Milliarden! Nerven. Ja, weil da, wo ich die Zitrone... Ich habe nämlich als Zitrone gemacht, weil ich leichten Kratzreiz hatte die letzten Tage im Hals. Da setzen sich so viele Fruchtfliegen drauf, die ploppen wie aus dem Nichts auf. Das ist unsagbar schrecklich. Hat aber auch seine Vorteile, weil so kann man die gut fangen. Ja. Ich habe das nämlich immer mit Saft oder sowas probiert. Ja, das funktioniert sehr groß. Gut. Also mit Saft sehr gut, aber mit Zitrone, meine Herren, als wäre das so eine Droge für die. Oh, diese Zitrone, dieses, die Vitamin C. Oh. Man darf aber das Spüli nicht vergessen. Ja, die trinken eigentlich beim Vitamin C auch schon so. Die zersetzen sich sozusagen. Die sind süchtig nach dem Vitamin C, der Säure der Zitrone. Aber Ritterlichkeit hat nichts damit zu tun. So, jetzt mein Stoppuhr natürlich aus, weil mein Handy meinen muss, so, mir SMS anzeigen zu müssen. Oh, ne. Jetzt mache ich mir schon doppelt so viel Schaden. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt mehr Schaden mache. Das weiß ich gar nicht. So, bisher sieht alles noch relativ einfach aus, außer dass ich einmal drauf gegangen bin, aber das war meine eigene Schuld. Total meine eigene Schuld, das kann ich sagen. Weil ich war zu eifrig dabei und dann kamen viele Gegner und ich hätte einfach nur wegdashen müssen. Das hätte ich machen können, habe ich nicht. Naja. Ach, verdammt. So. Oh, das wird ja jetzt lustig links. Okay, was steht denn da auf unserem Block? The Spark Traps are disabled or easy mode. Okay. Wir spielen nicht auf dem Easy Mode. Wer braucht schon einen Easy Mode? Okay. Du gehst vor, ich komm nach. Denn diese Stacheln bringen einen sofort komplett um. Ist mies. Ich gehe weiter links durch, ne? Jo. Okay. Eine Wettermünze gefällt mir gut. Und Diamant. Ah, verdammt. Hä? Ah, verdammt. Ich bin jetzt gestorben. Ich hab da nicht aufgepasst. Ja, so. Vielleicht hat's geruckelt, das kann passieren. Ist natürlich nicht schön. So, jetzt zu dir, Riesenbomba. Da, da. Ich hab eigentlich aufgepasst. Er mag einfach keine Magierin. Das ist alles. Ja, glaub ich auch. So. Diskriminierung. Ja. Die Würmchen sind kaputt gegangen, die mich angreifen wollten. So, ich habe auch eine Wendermünze. Ich habe eine Wendermünze eingesammelt. Ich bin so stolz drauf. Ich habe einen Button gedrückt. Der Button. Was hat er bewirkt? Toll, er hat den Rückweg geöffnet zu... Hahaha, ich schnitze euch, ihr Scheißer. Ah, zu einem Händler nach unten, bei dem man Leben kaufen kann. Ihr aufgequollenen Weißwürste. Oh, jetzt habe ich es aber gegeben. Und hier haben wir wieder toll. Ihr seht mal schon wieder die Löcher im Boden. Hier ist wieder eine Pflanze.
Pflanze. Oh ja, I did this. Pflanze erledigt. Und rechts sehe ich schon wieder ein güldenes Ankh-Zeichen. Mhm. Ja. Ich liebe diese Kisten zu zerschlagen, das macht so viel Spaß. Oh. Irgendwie lustig. Ja, es ist ein bisschen lustig. Gerade mit Flammenwurf. Ja, Flammenwurf. Glühwurf, Flammenwurf. Moment, das ist kein Pokémon. Ich weiß, ich sag's einfach nur sehr gerne. Und da habe ich doch schon links wieder was gesehen. Seht ihr es auch? Vielleicht nicht, aber ich sehe es. Quatsch, jetzt sieht man besser. Ich habe einen Secret Area geöffnet mit einem Secret Knopf. Und das ist der Secret of Mana. Mana, Mana. Oh, die Säure muss einen auch noch so ausschleunigen. Sie entschleunigt dich. Bist nun mal wieder zu schlau, zu schnell unterwegs und zu schlau doch dazu. Sie wird dich entschleunigen. Sie bringt dich auf ein natürliches Maß zurück der Geschwindigkeit. Ich habe ein Leben erhalten. Ich habe ein Leben erhalten, ja. Aber es ist cool, dass du die ganze Brücke durchschnetzelt hast. Ich habe es nicht hingekriegt. Ja, danke. Sehr, sehr nett. Bitte, ich hab zwar... Ich dachte eigentlich, du kommst von der anderen Seite. Ich kam auch von der anderen Seite. Du warst so mutig. Ja, komm her, komm her. Blablabla. Ja, da zerfetzt dich in deine eigenen Innereien. Und Exkremente. Inkremente. Ja, komm her, komm her. Schnitzel. Ein güldenes Wurmschnitzel. Toll, jetzt bin ich schon wieder von der Säure angekotzt. Ja, Mensch. Oh nein, mein Leben, nein, nein, hau ab, Wurm, hau ab. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, und dich weg. Lass einen die Säure so lahmarschig, ich mach das unfassbar, Mann. Weg. So. Ich aktiviere einfach mal die Schalter. Two more, one more. One more time to celebrate. Each act contains three of the special buttons they need to activate to unlock the boss. Also heißt so viel wie, wir müssen jedes Mal in jedem Areal so eine Knöpfe, solche Symbole aktivieren mit Knöpfen oder auch ohne, damit wir den Boss Mode haben. Ich habe die Flasche aktiviert. Auf F. Ah, danke. Wie sich das anhört. Ich habe eben die ganze Zeit E gedrückt. Nein, das ist jetzt meine, das ist meine, die muss ich jetzt haben. So. Oh, ich gehe unten. Okay, ich oben. Oh nein, ich sehe es da oben schon. Ah, the Killer Instinct. The Titan Insecto Follow. Und noch eine Holzplanke. Na, irgendwie aktiviert sich mein blöder Combo-Mode nicht. Muss ein bisschen aufpassen, oben haben wir wieder so einen riesen Insektomat. Der mit dem roten Kringel, die sind echt fies. Die machen alle in der Umgebung Akku und machen ihn nicht nur schneller, sondern auch noch viel stärker. Und die... Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, wir spielen auf Mittel. Da kann es sein, dass er jetzt schon da ist. Letztes Mal kam der ein bisschen später. Oh nein, ich habe ihn aktiviert, ich habe ihn aktiviert, er hat mich wahrgenommen. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Das ist, ist das schlecht. Ich bin gerade voll in die Menge rein. Ich mach schon. Gut, wenn du dich um den kümmerst, kümmere ich mich um den Rest. Mhm. Oh verdammt, mein Leben, mein Leben, mein Leben. Natürlich habe ich noch so einen Panzerbug dabei. So. Ja, aber ich habe auch ihn besiegt. Mit meiner glorreichen Glorreichkeit. Meine Glorreichkeit. Und? Yes, she did it! Oh, das war fies, das war fies. Ey, warum kam aus dem zwei Käfer raus? Da war irgendwas, stimmt. Ich sammle jetzt mal. Das war doch vorher auch nicht. Wir bekommen eine Venom-Münze und eine erhöhte Verteidigung. Was denn jetzt? Oh Mann. Das war jetzt assi. Ja. Er ist nicht nur dick, schnell, gepanzert, macht alle aggressiv. Es war auch leicht, aber nicht, dass da was rauskam. Doch, das war auch, aber der war noch nicht nee. Da. Doch, doch, das fiel mir nämlich gerade ein, als der rauskam. Ja, falsch, wie ich gelatscht. Und hier. Bashing Boost.
Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang, Mann? Öffne auf Tab die Karte. Sie weicht dir den Weg. So. Und wieder ein Secret Areal. Areal Paris. So, und weg hier, zwei Fledermäuse. Wenn ich mich nicht vertue. Ja, genau. Das muss in der richtigen Reihenfolge aktiviert werden, sonst kommen Bomben. So. Yes. Sequence completed. Wir haben jetzt wieder. Oh, hier haben wir. Ich habe neues Leben. Ich habe neues Leben. Ich habe ein neues Leben eingesammelt gerade. Ich habe ein geheimes Puzzle der Unmöglichkeit gelöst. Vom zweiten Versuch. Ah ja. So. Aber wir haben uns doch wieder gefunden. Ist das dufte, oder? Das war doch gar nicht so schlimm, ne? Ja, nachdem ich mich 5000 mal. 5000 mal ist doch gar nichts. Stell dir vor, du hieß Lola dazu und du würdest ja nie wieder einen Weg finden. Oh, Silbermünzen. Noch mehr wert. Hallo, Combo-Timer Healing und. Oh, Combo-Timer schraube ich mal. Ja, das war schon alles, was ich mir leisten konnte. Mann, bin ich eine arme Sau. Ich habe wohl gar nichts geärgert. So, die Äpfel lasse ich mal Äpfel sein oder soll man sie einsammeln? Nee, erstmal nicht. Okay. Dann gehen wir ins nächste Areal. Ja. So, The Prison Areal, Akt 3. Und sie hat das Türchen geöffnet und überall nur diese. Oh nö. Würmchen, diese Marden. Diese Vollfleischigen. Mit dem Kopf ohne Hirn und ein Blümchen. Die bestehen eigentlich nur aus Darm. Aus Bauch und Darm. Oh, und ein Blümchen, ja, damit hast du vollkommen recht. Ja. Habe ich gerade erst realisiert. So, ja, die hat gesagt, da ich Blümchen, jetzt habe ich auch so gemerkt. Ja, vergiftet mich nur, vergiftet mich nur. Oh, toll, ich stehe im Würmchen. Haha, Blümchen. Mit einem Würmchen. So. Na, komm her. Dash. Ich dachte, du hast das Blümchen kaputt gemacht. Nein, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich muss mich mit. Boah, Alter, wie viel halten denn die Würmer aus? Ja, ey. Ist ja nicht zu glauben. 5 Dashes musste ich reinsetzen. So, komm mal her, du Wurmlinger. Du auch, du Krallenmade. Vollgefressenes Stück Wurm. Weil ich komme da noch nicht rein. Ist doch abgegrenzt. Ist doch wieder ein Secret. Oh verdammt, 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 oh verdammt. Hilf! Hilf! Ich hab kein Leben mehr. Ich hab nur noch 14 Lebenspunkte. Ich halte mich ein bisschen hinten. Aber dennoch. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist. Und natürlich ist hier so viel zu essen. Meine Herren, da kannst du aber ein ganzes Buffet mitfüllen, ist das viel. Nicht. Na komm, komm da rum. So, geht doch. Und nur 14 Lebenspunkten habe ich mich durchgeschlagen. Und bewiesen, dass ich auch in Sackkassen laufen kann. Wow. Sparkassen? Nein, Sackkassen, du. So. Ritterlich schlage ich mich hier durch. Möge die Kombo mir huldig sein. Und ich habe nur 5 Leben. Ja, ja. Ja, ich habe gerade noch eine Kombo gekriegt und wurde dann nochmal von den Würmchen getroffen. Ah komm, ich hab mir eine Pool reingeschmissen. So. Ich will nicht nochmal drauf gehen. Ich hatte doch gerade 5 Leben zusammen ge. Hä? Ist gerade wieder jemand draufgegangen? Ich vorhin bei dem Blümchen. Oh, schön. Wunderte mich. Oh, hier ist noch ein Blümchen. Ja. Okay. Yes, we can. 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 We can. We can. Yes, ich hab's. So, und ihr habt mir auch ganz liebvoll und Schnitzel. So, ich habe das Blümchen erledigt. Ich habe mich auch nur ein bisschen motiviert.
Ach, schön. So, ich erledige mal hier diese komischen Gebilde, wo die rauskommen. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Dreckshaufen mit Löchern. Ist vielleicht auch so ein Häufchen. So. So ein Bug kommt ja auch nicht unbedingt aus einer Villa. Nein, vielleicht ist ja ein Adidas. Es ist eine Bug, der königliche Bug-Royal. 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 Thunderbug. Ja. Das klingt richtig königlich. Nicht. Immer so. So. Da kommt er, ihr Spackern mit Kacke. Ihr Wesen mit dem Trichanin-Panzer. Ja, jetzt zu euch. So, jojojojo. Oh, eine Sackgasse, schön. Ja, und wir haben gar keine braunen Schlüssel, sehe ich gerade. Nö, haben wir nicht. Ich laufe mal außen rum. Das muss jetzt nicht sein. Ich muss nicht extra mich der Gefahr aussetzen. Ich weiß gar nicht, wo hier eine silberne Tür war. Ich sag vielleicht bei dem anderen Blümchen. Das werden wir schon finden. Oh, hier ist ein Geheimgang. Guck und hier oben waren wir noch gar nicht. Was sagst du denn dazu? Und ich habe auch einen Geheimgang gefunden. Und ich habe einen Secret-Schalter betätigt, welcher ein Secret aktiviert hat. Okay. Das ist schon sehr mysteriös und sekret. Sehr geheimnisvoll. Und hier ist noch ein Schalter. Wuju! Ich habe die magische Händlerin geheimnisvolle Susanne freigeschaltet. Susan, die geheimnisvolle. Wow. Bombe, Bombe, Bombe. Ah, Hilfe, Hilfe. Too much. So, was verkauft sie uns? Ein extra Leben, ein Rejuvenet, ein Damage Potion, ein Rejuvenet Potion und ein Evolution Ability Potion. Ja, das ist alles sehr schön. Das ist gut, Susan, die Geheimnisvolle, aber. Nee, brauche ich nicht. Sorry, ich kannst du dir. Das Geld spare ich mir lieber. Blümchen. Immer noch dieses verkackte Blümchen. Ist das Blümchen. Ja, da komme ich nicht rein, habe ich schon gesagt. Das Butterblümchen versperrt mir den Weg. Na, euer Lieb. So, aber unten muss es irgendwie weitergehen. Denn wir haben keinen goldenen Schlüssel hier. Wir müssten hier rechts den roten Knopf drücken, damit wir hier durch die Stacheln laufen können. Aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Lass mich mal umschauen. Weil ich habe ja irgendwo noch was Geheimnisvolles geöffnet hier. Nur wo? Nur wo, ist die Frage, meine Freunde. Nur wo? Hier unten. Oder hier ist oh, ich hab, guck mal hier, guck mal. Wow, money, yeah, wow. Achso, wir können ja, wir haben ja jetzt einen braunen Schlüssel. Jetzt müssen wir nur gucken, welche Wand wir öffnen. Wow, genau das wollte ich gerade sagen. Da hier oben ein Knopf ist, glaube ich, würde ich die sagen, oder? Ja, flips. Oh, natürlich bin ich so schlau und renne rein. Blümchen, scheiße. Blümchen. Ach ja, ist schon tot. Ah. Ich wollte euch alle nur testen. Das war nichts mit dem Schalter. Lass uns mal die Karte abschauen. So, wir können... Ah, ich weiß, wo wir lang können. Hier, bei dem Silberschlüssel. Ganz genau. Da wurden nämlich die Spikes deaktiviert. Fällt mir nämlich gerade auf. Okay, beige ohne Schlüssel. Brasse Schlüssel. Kannst du eigentlich, wenn du willst, die andere Tür noch aufmachen? Schön, ich bin gerade außen rumgelaufen. Nö. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Aber ein Ritter geht doch immer nach... Ja gut, achso, hier unten. Schon wieder ein Blümchen. Ah, da kommen wir aber erst sehr spät hin. Das, glaube ich, war ziemlich spät, ja. Es war ziemlich spät, dieses Wollen Blümchen. Wollen wir nach unten? Guck mal, nee, jetzt unten? Haben wir eine braune Schlüssel, jetzt sammle ich statt auch ein. Komm. So viel Zeit muss, ne, sein. Das gute Geld. Dann braucht man nämlich hier im Spiel definitiv noch sehr häufig. Pixelgenaue Movements. Wow, das findet ihr übrigens nur hier. Pixelgenau. Und wir gehen in den nächsten Untergrund. Und sein... Nein, das ist kein Leben, das ist ein Schlüssel. Ja, die sehen sich irgendwie ähnlich. Trotzdem haben wir 7 Leben.
So wie eine Katze. Wofür waren wir jetzt nochmal? Für das rechte Türchen, aber bevor wir das öffnen, stellen wir uns einfach nur ganz cool davor und sagen bis morgen und sehen uns jetzt gleich noch im Endscreen wieder. Weiter geht's durch das böse Dungeon mit diesen Würmern, diesen Insekten, diesen brachialen, bösartigen, aufwetzenden Kugelinsekten. Mann, wir sind richtig ritterlich. Wofür wir das tun, wissen wir eigentlich gar nicht. Aber wir sind hier in einem Dungeon, was tut man da wohl? Großartig philosophieren, was man hier tut? Verdammt nochmal, wir wollen zurück auf die andere Seite der Brücke. Geht aber nicht. Von daher sehen wir uns morgen wieder in der nächsten Folge Let's Play Hammerwatch und seid ritterlich huldigt demjenigen, dem ihr huldigen wollt. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao.